Das Bewerbungsgespräch, ach Gott. So. Bewerberin Nummer 1, bitte zu mir ins Büro, danke. Das bin ich, oder? Nummer 1 bin ich. Obviously. Ja, kommen Sie doch einfach rein. Wir klatschen wir für die. Hi. Guten Tag. Ganz interessant. Ja, das wusste ich nämlich. Wollen Sie nicht vielleicht einfach einmal den Gang machen, den Sie dann auch in diesem Beruf machen müssen? Ja, den wollte ich Ihnen gerade zeigen. Das ist absolut dieser Job für mich geeignet, oder? Es gefällt mir gut, aber es passt nicht wirklich. Vielleicht fangen wir doch noch mal mit Ihrem Namen an. Sie heißen? Frier. F-R-I-E-R. Das passt geradezu perfekt. Das passt perfekt. Genau. Und genau. Sie sind offensichtlich ein Weibchen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ja. Ich würde Sie kurz bitten, Frau Frier, noch mal draußen Platz zu nehmen. Ich will mir natürlich auch noch andere Bewerber anschauen. Ich komme noch mal auf Sie zurück. Vielen Aber Dank. Rufen Sie mir doch bitte gleich den nächsten rein, ja? Sehr gerne. Danke. Ciao. Danke. Hallo, schönen guten Tag, Herr Sie müssen der Herr Schollenbrecher sein, richtig? Herr Schollenbrecher, absolut. Was glauben Sie denn, qualifiziert Sie für diesen Job besonders? Oh, ich bin sehr auf sehr dickem Eis unterwegs. Oh. Ich, habe manchmal ein bisschen Probleme mit diesen tennisschlägerartigen Schuhen, die ich da brauche, bei dem Job. Sind Sie denn tierlieb, Herr Schollenbrecher? Absolut. Ich liebe Tiere, deswegen... Welche Tiere im Besonderen? Eisbären. Liebe ich. Das interessiert mich nicht. Auch. Ja. Und welche Tiere noch? Pinguine. Das ist gut. Herr Schollenbrecher, ein Pluspunkt. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist wunderbar. Und wo würden Sie das am liebsten machen? An einem der Pole. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass Sie da hinreisen und nochmal den nächsten Kandidaten holen. Meine Güte. Moment, Augenblick noch. Hagen weg, ja, Augenblick. Ich bin Ihr Mann. Ich wollte gerade durchgeben, dass die Fütterung um 8 Uhr stattfinden muss. Ich erlege das gleich. Hier ist der Neue. Fütterung findet statt, die Pinguine haben Hunger und müssen gebrütet werden. Sie haben den Job, ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist folgende. Sie sind... Verfault. Nee. Gefeuert? Ja. Oh, das ging schnell. Rufen Sie mir den nächsten rein. Dankeschön. Sie haben es immer noch nicht gelöst? Wir haben es noch nicht gelöst. Dann muss Derek ran. So, du löst es jetzt. Pinguine dressieren oder... Hallo. Ja, guten Tag. Roberta. Grüß Gott. Ach, Sie sind neu? Ja. Ja. Freut mich sehr. Vielleicht habe ich bei Ihnen ja ein bisschen mehr Glück. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich freue mich. Ich liebe gute Gefühle. Das ist schön, Sie strahlen etwas Positives aus. Das wird den Kindern gefallen. Oh, vielleicht sollte ich doch den... Ja, hör zu, ich komme aus dem Wilden Westen. Ich dachte, ich wäre Priester, aber mit... Ich weiß nicht. Nein, vergiss das einfach. Ich bin Cowboy und ich möchte den Job. Du weißt, ich kann reiten auf Eis oder unter dem Eis. Egal, auf Pinguinen oder anderen Walrössern. Es ist mir egal. Ich reite, wohin du willst. Sie sollen ja nicht... Ist doch nicht so schwer zu begreifen. Andere Kinder könnten auf ihn reiten oder auch nicht. Aha. Gehen Sie noch mal raus und holen Sie mir die Aha-Tante rein. Ich hole die Aha-Tante rein. Geht ja Ewigkeit. Das ist aber auch kompliziert. Oh, bis dahin sind die... Das war's nicht. Gut. War mich so sicher. Was ist denn das hier für ein Zoo? Ja,
ganz genau. Dann doch. An den Polen. Das war nichts für mich. Ich habe da mein Praktikum erfolgreich beendet und möchte jetzt gerne im Zoo bei den Pinguinen anfangen, um dort mit Kindern zu spielen, damit die sich unterhalten fühlen im Pinguingehege mit dem Füttern der Tiere. Im Pinguingehege? Da sind doch keine Kinder. Aber davor. Richtig. Und die kriegen von mir kleine Fischchen, damit die Pinguine füttern können. Nein. Richtig. Was ist es? Was ist es? Sorry wegen der Nummer vorhin. Ich hatte großen Kakao, da kriege ich immer ein bisschen Bronx. Ich zieh mir gleich selber das Scheißkostüm an und mach's alleine. Ich wollte gerade sagen, weil ich bin nämlich im Zoo der Walking Act als Pinguin, um die Kinder... Das lasse ich so gelten, Sie haben den Job. Wow. Bravo, bravo, Simon. Vielen Dank. So, ihr habt's.